Heute möchte ich mit euch mal über etwas anderes sprechen, und zwar über Training für die Berge. Mal wieder quasi diese Serie ein bisschen abstauben, aus dem Keller holen und vor den Vorhang bringen. Heute möchte ich euch nämlich etwas über Low-Intensity-Training erzählen und wie ihr in den Bergen etwas fitter werdet, ganz ohne wirklich was dafür tun zu müssen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich eigentlich ein und dieselbe Frage nur ein bisschen umformuliert bekomme. Nämlich diese: Wie werde ich denn fitter für die Berge? Wie schaffe ich es denn, 2000 Höhenmeter als Tagestour zu bestreiten? Warum bin ich nach einer Tour beispielsweise so extrem müde am nächsten Tag und am übernächsten Tag auch noch? Und wieso kann ich nur einmal die Woche eine Tour gehen? Weil ich es öfter einfach körperlich nicht schaffe. Dieses Problem ist bei vielen Leuten omnipräsent. Die Touren fühlen sich häufig sehr anstrengend an, vor allen Dingen am Tag danach ist irgendwie alles müde, die Muskeln sind müde, aber auch selbst wenn sie sich nicht so müde anfühlen und man keinen Muskelkater hat, man fühlt sich trotzdem irgendwie schlapp. All das ist oftmals begründet in einer sehr, sehr hohen Anstrengung während der Tour am Vortag beispielsweise. Ob der Tourenumfang zu groß, also viel zu groß im Vergleich zu sonstigen Touren ist, oder ob vielleicht auch die Herzfrequenz während der Tour die ganze Zeit viel zu hoch war, also die Anstrengung während der Tour einfach viel zu viel war, das ist eigentlich unerheblich, denn selbst ein Punkt von diesen beiden allein reicht schon aus, dass man eben diese ganzen Symptome im Nachhinein hat. Beide zusammen sind dann natürlich der absolute Kollaps und am nächsten Tag geht dann wirklich gar nichts mehr. Heute sprechen wir ein bisschen mehr über die Frage, wie man langfristig eigentlich fitter in den Bergen wird und nicht nächste Woche vielleicht ein Ziel erreicht, das man diese Woche unmöglich erreichen kann. Meth, das kommt von Phil Maffetone, Dr. Maffetone. Das ist ein Arzt aus Amerika, der eine sehr, sehr spannende und auch wissenschaftlich gut fundierte Idee hatte. Und zwar die Meth-Methode hat er dadurch etabliert. Das bezieht sich im Prinzip auf Ernährung, Sport, also die sportliche Aktivität und Stress. Aber jetzt reden wir mal über den Sport. Seine Idee ist folgende: Wenn wir sehr, sehr viel, sehr, sehr, ich sage jetzt mal in einer Low Intensity, also bei einer niedrigen Intensität trainieren, dann ist das sehr viel besser, als wenn man weniger, beziehungsweise zweimal die Woche beispielsweise, nur ein High-Intensity-Workout macht. Also beispielsweise Tempoläufe oder schnell in die Berge geht oder quasi die bestmögliche Zeit auf einen Berg erreichen will. Dieses System wurde eigentlich für Läufer, Radfahrer und generell so Elite-Athleten entwickelt. Aber ich finde, für den Bergsport findet es definitiv auch Anwendung. Konkret geht es bei der Meth-Methode um Folgendes. Man hat eine Baseline als Herzfrequenz. Das ist die Zahl 180. Deshalb wird es auch oft die 180-Methode von Maffetone genannt. Bei dieser Zahl 180 ziehen wir nun das Lebensalter ab. Und dann gibt es noch einige Faktoren, die seht ihr dann auch hier und ich verlinke sie euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung, die dafür sorgen, dass der Endwert im Prinzip nochmal um 5 bis 10 Punkte sozusagen beeinflusst werden kann. Unterm Strich kommt dann eine Zahl raus, wie beispielsweise 150, 140, 160, whatever. Und von dieser Zahl aus sollten wir jetzt Rückschlüsse auf unser Training ziehen. Und ein ganz, ganz wichtiger Rückschluss ist: Diese Zahl ist unsere höchste Herzfrequenz, die wir jeweils beim Training erreichen sollten. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob wir jetzt laufen gehen, Radfahren gehen oder direkt konkret eine Bergtour als Training machen. Ich beispielsweise mache alle meine Trainingstouren für die Berge auch tatsächlich in den Bergen. Für viele von euch funktioniert das aber nicht, das ist mir ganz klar. Und deswegen könnt ihr das alles auch aufs Laufen oder aufs Radfahren, auch aufs Trailrunning im Hügel- und Waldbereich einfach anwenden. Die Idee von Maffetone ist nämlich folgende: Wenn man über dieses Meth-Level sozusagen hinausgeht, dann ist das für den Körper signifikant anstrengender, obwohl der Mehrwert eigentlich geringfügig ist. Signifikant anstrengender, geringfügiger Mehrwert, das klingt danach, als würde man am nächsten Tag einfach nicht so gut regeneriert sein bzw. eben müde sein. Und genau das ist der Punkt, auf den Maffetone hier anspielt. Weniger Belastung kann man öfter machen und würde dabei in absoluten Zahlen zu einer höheren Distanz beispielsweise oder zu mehr Höhenmetern führen. Und genau das ist die Idee dahinter. Mehr von all dem mit einer niedrigeren Intensität führt dazu, dass wir langfristig höhere, ich sage jetzt mal, Erfolge, Erträge unter Anführungszeichen in unserem Training feiern können.
Gerade bei den Jüngeren, gerade bei allen unter 30 sehe ich das sehr häufig. Die gehen zu zweit oder zu dritt auf Tour und dann müssen sie sich im Prinzip die ganze Zeit übertrumpfen. Es geht darum, sich zu zeigen und dass man gut und sportlich und fit ist. Es gibt da ganz viele Leute, auch in meiner Community. Und das Problem daran ist aber, dass wir dabei sehr stark unseren Körper vernachlässigen. Auf der einen Seite wollen wir ja fit sein und Fitness auch zeigen, so wie das halt in diesem Phänomen oft der Fall ist. Auf der anderen Seite sollten wir aber unsere Gesundheit und den langfristigen Effekt unserer Touren nicht vernachlässigen. Wie gesagt, Low Intensity bedeutet, dass wir es öfter machen können. Wir fühlen uns nicht so krank, wir fühlen uns nicht so erschöpft am nächsten Tag. Das alles passiert wirklich. Denn, und das ist meine persönliche Erfahrung in den letzten 6 Monaten, wenn man das MEF-System, die MEF-Methode, erstmal eine lange Zeit anwendet, dann führt das tatsächlich zu einer signifikanten Verbesserung der Leistung, ganz ohne dass es auch nur ein einziges Mal so richtig anstrengend war. Denn MEF bedeutet in der Regel, wir gehen oder laufen oder was auch immer, oder fahren mit dem Rad, in einer Intensität, sodass wir uns dabei noch halbwegs gut unterhalten können. So phrasenweise, sage ich mal, jetzt nicht mehr nur so einzelne Wörter, sondern wirklich einen gewissen Dialog führen könnten, wenn wir möchten. Das ist super wichtig, denn dabei ist das Herz nie so richtig überfordert, die Muskulatur wird immer noch sehr gut versorgt, man kommt nie in diesen anaeroben, anstrengenden Bereich und das führt langfristig dazu, dass man eben diese Workouts immer und immer und immer wieder machen kann, weil es halt eben nicht anstrengend ist. Es werden wahrscheinlich viele sagen, ja gut, aber damit wird man ja nicht wirklich schneller oder besser oder fitter. Was hat denn Low-Intensity-Training mit richtig viel Geschwindigkeit zu tun? In Wirklichkeit wird man tatsächlich schneller. Ich persönlich habe es die letzten 6 Monate ausprobiert und kann sagen, ich habe ausschließlich mit der MEF-Methode trainiert. Ich habe nichts anderes getan als MEF und das Ergebnis meiner Meinung nach kann sich recht sehen lassen. Ich habe auf der gleichen Strecke, die ich vor 6 Monaten gelaufen bin und die ich jetzt vor kurzem nochmal als quasi Probe gelaufen bin, eindeutig festgestellt, meine Pace, Trailrunning, wir reden jetzt über das Trailrunning, meine Pace wurde um stolze 60 Sekunden besser in 6 Monaten. 60 Sekunden, das ist nicht nix. Also vor 6 Monaten bin ich MEF, als ich angefangen habe, gelaufen und jetzt bin ich nochmal MEF gelaufen, immer auf dem gleichen Herzfrequenzniveau und bin aber trotzdem 60 Sekunden pro Kilometer schneller geworden. Das ist super beeindruckend, finde ich persönlich. Und obwohl ich mich kein einziges Mal so richtig angestrengt habe und in den Bergen, funktioniert es ganz genauso. Es funktioniert mit jedem Ausdauersport. Bergsteigen, Radfahren, Laufen. Was ich euch persönlich deshalb mitgeben kann und will. Wenn ihr fitter in den Bergen werden wollt, dann setzt euch eben nicht unter Druck, fitter in den Bergen werden zu wollen, sondern ganz im Gegenteil, werdet gemütlicher. Stresst euch nicht, hetzt euch nicht, schaut nicht, dass die ganze Zeit der Puls hoch oben ist, lauft nicht so schnell, es geht auf die Berge, sondern geht so, dass ihr immer unter eurem MEF-Level bleibt. Die Erfahrung zeigt, es funktioniert. Ich verdiene übrigens nichts damit, das ist keine Werbung, sondern ich persönlich habe einfach 6 Monate lang getestet, ausprobiert und genau das kann ich einfach bestätigen, was teilweise für Läufer und Radfahrer auch schon im Internet so an Informationen kursiert. Fürs Bergsteigen funktioniert es nämlich ganz genauso. Macht eure Touren entspannter und ihr werdet langfristig davon profitieren. Und vielleicht ist das auch eine Motivationshilfe für alle Leute unter euch, die immer so schnell wie möglich am Berg sein wollen, dass das einfach mal zu lassen. In diesem Sinne, probiert gerne mal die MEF-Methode aus, es würde mich interessieren. Wichtig ist, ihr müsst es langfristig machen, einmal machen reicht nicht. Probiert das Ganze einfach mal 3-4 Monate diesen Sommer aus und dann seht ihr vielleicht im Herbst schon deutliche Verbesserungen und dass es euch einfach insgesamt besser und schneller von der Hand geht, solche Berge zu besteigen, wie ihr sie jetzt besteigt. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!